So, herzlich willkommen zum heutigen Fan-Talk, ein Tag vor Heiligabend hier bei uns in der Rathausgalerie im WSV Weihnachtsshop. Da sehe ich noch ein paar, die noch einen Platz nehmen. Herzlich willkommen hier bei uns zum Fan-Dialog aus dem heutigen Anlass. So einen Dialog zu schaffen zwischen den Fans und den Verantwortlichen, einfach mal frei von der Leber alles zu fragen, was einem so auf dem Herzen liegt. Und dazu begrüße ich die beiden Gesprächspartner Achim Weber und Thomas Richter. Erstmal herzlich willkommen. Und da würde ich sagen, dass Achim direkt beginnen kann. Stichwort Fans, die natürlich in diesem Jahr oder in der Hinrunde sicherlich auch mit den Ausschlag gegeben haben, hier und da bei ein paar Spielen, oder? Ja, zunächst mal auch von meiner Seite herzlich willkommen. Frage vorweg, wer hat noch keinen Weihnachtsbaum stehen zu Hause? Claudia, komm mal nach vorne bitte. Komm mal schön her. Wer war der Zweite hier? So, wenn du viel Puste hast, einen aufblasbaren Weihnachtsbaum für dich. Hier schmeiße ich den mal so zu. Alles muss raus heute. So, dann gebe ich hier auch noch mal was rum, wer noch nichts für Oma oder Opa hat. Kann sich da was von wegnehmen. Und zu guter Letzt hier nochmal 2, 3 Weihnachtskarten auch bitte weitergeben. Kann sich jeder nochmal kurz vorm Fest versorgen. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen hier bei uns zum heutigen Fan-Talk. Ich glaube, gerade das Thema Dialog haben wir auch in der Vergangenheit nachgewiesen. Es ist unheimlich wichtig. Oftmals hat man im Laufe der Zeit einen gewissen Tunnelblick, beachtet nicht mehr, was links und rechts ist. Solche Abende bieten sich da ganz einfach an, um auch nicht nur jeden zu Wort kommen zu lassen, sondern auch vielleicht den einen oder anderen Input zu bekommen, den man sonst als Verantwortlicher nicht hat. Das ist eine Angelegenheit so kurz vor Weihnachten, die sich da einfach anbietet. Und ja, wir hoffen, dass wir am Ende des Talks heute möglichst viele Fragen beantworten können, viele Informationen euch mitgeben können. Und ja, wenn es nachher soweit ist, könnt ihr losschießen und uns eure Fragen stellen. Soll ich direkt weitermachen? Genau. Okay, also wir bedanken uns natürlich für den enormen Zuspruch in diesem halben Jahr. Die Situation in der Oberliga ist hinlänglich bekannt. Wir kommen oftmals zu Vereinen mit einer etwas anderen Infrastruktur als die beim Bobertaler SV. Wir kommen zu Vereinen, die zum Teil eine große Aufgabe vor sich haben, diese Heimspiele gegen uns durchzuführen. Nichtsdestotrotz kann ich an dieser Stelle nur weitergeben, erhalten wir im Vorfeld, aber auch insbesondere nach den Spielen, immer ein Top-Kompliment seitens der Heimmannschaften, wie der Wuppertaler SV und die Fans des Wuppertaler SV sich dort verhalten haben. Umso unverständlicher ist es natürlich dann für uns, wenn wir im Juli seitens des Fußballverbandes dann zu hören bekommen, dass es Sicherheitsspiele sind. Im letzten Jahr waren es noch Bewährungsspiele. Ich glaube, jemand, der Schwerverbrecher ist und dann auf Bewährung rauskommt, da ist das Wort gegebenenfalls angebracht. Dieses einmalig im deutschen Fußball bei einem Oberligisten umzusetzen, ich glaube, da gibt es ganz andere Vereine in Deutschland, wo man vielleicht mal hinschauen sollte. Hier wird ein Exempel an einem Verein statuiert, insbesondere an einem Verein, der aus der Insolvenz herausgekommen ist, dem dann auch noch gesagt wird, O-Ton am Telefon, ja, die Kosten, die habt ihr sicherlich in eurem Budget eingeplant und das im Juli. Da habe ich dann dem Verband nur geantwortet, Hut ab, wenn der Verband im Juli anfängt, sein eigenes Budget zu planen. Wir machen das meistens ein paar Monate vorher und da war es noch nicht eingeplant. Von daher trifft es uns sicherlich hart. Auf der anderen Seite muss ich ganz deutlich zum Ausdruck bringen, nicht nur wie wichtig uns der Support auch bei den Auswärtsspielen ist, sondern wie vorbildlich sich jeder Einzelne dort auch verhält. Und wenn man Spiele sieht, wie in Bösinghofen beispielsweise, wo man überhaupt keine Fantraining benötigt, weil die Heimmannschaft keine Fans hat oder nur wenig Fans hat. Wenn das Kompliment am Spielende dann dermaßen ausfällt, wie es in diesem Spiel der Fall war, dass man sich darüber gefreut hat, dass der WSV angereist ist, wie man sich dort verhalten hat, dann möchte ich dieses eigentlich nur 1:1 weitergeben. Und das ist stellvertretend für bisher alle Auswärtsspiele im Laufe der Hinrunde. Dafür zunächst mal unseren großen Dank. Wenn man vom Fan-Talk spricht oder einen Abend wie heute nutzt,
Und dann sollte sicherlich auch der Fan, jeder einzelne Fan dann auch letztlich im Mittelpunkt stehen und nicht, wie es sonst üblich ist, die Mannschaft, der Trainer oder sonst wer. Ich glaube nicht nur, dass wir die Auswärtsspiele hier erwähnen sollten, sondern insbesondere auch die Heimspiele erwähnen sollten. Und da ist für mich zunächst mal jeder Fan gleich. Derjenige, der ins Stadion kommt und den Verein, die Mannschaft unterstützt, der macht es aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Und es ist schon bemerkenswert, wenn man dann sieht, dass wir mittlerweile über 2000 Zuschauer oder knapp 2000 Zuschauer im Schnitt haben bei einem Oberligisten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und nachgeschaut, dass wir bundesweit den höchsten Zuschauerschnitt aller Oberligisten haben und wir eine Liga höher auf Platz 4 stehen würden. Wohlgemerkt spielen wir gegen Nievenheim und nicht gegen Rot-Weiß Essen. Wenn ich also dort mal ansiedle, wo der Wuppertaler SV, mit welcher Fan-Community der Wuppertaler SV momentan anreist, aber auch zu Hause die Gäste und die eigenen Fans begrüßen kann, dann ist das à la Bonheur. Viele haben uns am Anfang gesagt, im Sommer letzten Jahres, okay, alles auf eine Karte setzen, direkt aufsteigen, nur dann lässt sich irgendwo auch diese Euphorie dauerhaft auch bewerkstelligen. Wir müssen feststellen, dass es jetzt im zweiten Jahr unaufhaltsam weitergeht, das sicherlich auch einer Situation zum Teil geschuldet, wie hier so einen Weihnachts-Fanshop zu eröffnen, der seinesgleichen sucht. Unterhalb der zweiten Liga ist mir überhaupt kein Verein bekannt, der so etwas auf die Beine gestellt hat. Dazu haben wir sehr, sehr viele Ehrenämter, sehr, sehr viele Menschen, die uns dort unterstützen, die auch hier täglich im Shop sind, die ihre Zeiten, ihre Urlaubszeiten geben, die ihre Freizeit dafür nutzen. Dafür stellvertretend Manager des Jahres, Stefan Schei, da nochmal den imaginären Hut zu ziehen. Natürlich auch der Dank an das ganze Team, die uns dort unterstützen. Ich komme zurück zu den Heimspielen. So eine Unterstützung, so ein Support, und wenn man dann beim Spiel gegen Bocholt war es, dann sieht, welche Choreografie dann noch ins Leben gerufen wird, dann ist das schon Gänsehautstimmung, trotz der fünften Liga, trotz keinem Dach über dem Kopf, trotz widriger Umstände, trotz viel negativer Schlagzeilen mit 300 Gewalten und Gewaltbereiten und. Und da hat sich niemand von entmutigen lassen, auch nicht im zweiten Jahr. Und wenn wir so weitermachen, alle an einem Strang ziehen, an einem gemeinsamen Strang ziehen, alle versuchen in die gleiche Richtung zu rudern, dann glaube ich, es ist sich in Wuppertal mit einem Fußballverein noch eine ganze Menge bewegen. Dafür nochmal mein Dank. Welche Auswirkungen dieser Zuschauerzuspruch hat, da wird sicherlich in erster Linie der Trainer was zu sagen können. Ist schon ein Unterschied, ob man dieses auf der Tribüne wie ich wahrnimmt, der dann in der Halbzeitpause einen warmen Tee trinken kann oder 45 respektive 90 Minuten an der Außenlinie steht. Wie dort die Wahrnehmung ist, kann sicherlich der Trainer wesentlich besser beschreiben. Deswegen gebe ich dir jetzt mal das Mikro weiter an Thomas Richter. Ja, auch von meiner Seite aus erstmal Hallo zusammen. Finde ich super, dass wir so eine gute Resonanz erzielt haben hier in unserem Fan-Talk am 23. Dezember 2014. Und ich möchte dann erstmal die Gelegenheit nutzen, um mich auch im Namen der Mannschaft stellvertretend für alle anderen WSV-Fans, die heute nicht hier sind, bei allen Anwesenden wirklich zu bedanken. Und dafür, dass ihr uns begleitet auf unserem Weg, dass ihr uns unterstützt, dass ihr maßgeblich dazu beitragt, dass wir einfach eine gute Stimmung haben, dass wir eine Atmosphäre haben im Stadion, auch bei den Auswärtsspielen, die extrem hilfreich ist für die Mannschaft. Wir haben einen langen Weg vor uns. Wir haben, wenn ich jetzt auf die Saison blicke, die halbe Wegstrecke zurückgelegt und haben noch ein halbes Jahr vor uns, was es in sich haben wird. Und von daher wirklich ganz ehrlich Dankeschön für die Unterstützung und ich hoffe, dass wir im zweiten Halbjahr da weitermachen können, wo wir jetzt zuletzt aufgehört haben. Ich kann euch versichern, wir, und damit beziehe ich immer die Spieler auch mit ein, wir sind uns der Aufgabe bewusst, wir sind uns auch der Verantwortung bewusst, die wir auch ein Stück weit tragen müssen und wollen und das auch gerne tun. Und wir werden alles, wirklich alles dafür tun, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde haben und dass wir uns hoffentlich im Sommer bei einer ähnlichen Gelegenheit, in einer ähnlichen Form, vielleicht vor einer noch größeren Runde wiedersehen.
werden und dann ein positives Fazit ziehen können. Also erstmal da recht herzlichen Dank dafür. Ja, und ich will mich auch gar nicht großartig jetzt mit dem Rückblick aufhalten, weil die momentane Situation ist ja, denke ich, jedem bekannt. Und es bleibt dabei, wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet in der Hinrunde. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und ich bin eher jetzt in der Situation, dass ich so ein bisschen den Blick nach vorne werfen möchte, was auf uns zukommt im neuen Jahr. Also zunächst mal, die Spieler haben ihren wohlverdienten Urlaub angetreten, die haben Winterpause. Das brauchen die Jungs auch. Mit der Doppelbelastung Job, Ausbildung, Studium plus Training. Und wir trainieren sicherlich mehr als andere Oberligisten. Ich denke schon, dass ich auch von den Spielern viel einfordere. Und die Jungs, ich glaube persönlich, in einem halben Jahr ist einfach was zusammengewachsen. Also die Jungs haben sicherlich viel, viel gemacht, viel investiert, haben sich jetzt den Urlaub halt wohl verdient. Und im neuen Jahr geht es halt einfach darum, dass wir wieder mit einem ganz kühlen Kopf, mit einer ganz klaren Analyse, mit einer ganz klaren Strategie den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen werden. Dass wir natürlich am 4. Januar die Unihalle spielen, ein Hallenturnier, wo ich sage, Hallenfußball soll in erster Linie Spaß machen. Wir fahren da gerne hin, wir nehmen da auch gerne teil. Das ist auch aus Respekt vor den Veranstaltern. Das sind nämlich die Leute vom FSV Vohwinkel, die sich den Arsch aufreißen, um dieses Turnier auf die Beine zu stellen. Von daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir da teilnehmen. Aber ich sage auch, in erster Linie kommt es für mich darauf an, dass wir da Spaß haben, dass wir da Fußball spielen, dass wir den Spaß auch ein bisschen übertragen an die Zuschauer, die in der Halle sein werden. Aber wichtig ist, dass sich bei dem Hallenturnier keiner verletzt. So, und wir haben da einen vernünftigen Kader. Das habe ich auch auf freiwilliger Basis gemacht. Ich habe da keinen zu verdonnert oder nominiert. Ich habe die Spieler gefragt, weil das mitten im Urlaub ist. Wer ist da? Wer hat Lust, in der Halle zu spielen? Und wir treten dort mit 12 Spielern an. Da sind 9 Spieler aus dem Oberligakader. Habt ihr wahrscheinlich auch schon der Presse entnommen. Dazu kommen 3 Spieler aus unserer U19, aus dem Altjahrgang, weil sonst könnten die nicht spielen. Das sind alle Spieler, die schon zum Senior erklärt sind, die auch einsetzbar sind für uns. Das sollte ausreichen für die Unihalle. Und wir fahren da sicherlich hin, dass wir da nichts herschenken wollen. Aber wie gesagt, nochmal, es soll sich keiner verletzen und wir wollen auch Spaß dabei haben. So, und dann geht es weiter, eine Woche später, am 12. Januar haben wir den Trainingsauftakt. Dann geht die Arbeit wieder los. Wir haben 6 Wochen Vorbereitung bis zum ersten Punktspiel in Sonsbeck. Das ist der gleiche Zeitraum wie im Sommer auch. Da hatten wir auch eine 6-wöchige Vorbereitung, die auch völlig ausreicht, um auf dem Punkt genau topfit zu sein zum ersten Meisterschaftsspiel. Ich denke, wir haben ein Vorbereitungsprogramm mit Testspielen, die gut gemischt sind. Mit dem Highlight sicherlich die Spiele bei Preußen Münster, was wir jetzt am Wochenende noch abgeschlossen haben, wo wir die Anfrage aus Münster bekommen haben und die wir natürlich gerne annehmen gegen eine Mannschaft, die im Moment in der dritten Liga auf Platz 2 steht, die sicherlich Ambitionen hat, auch vielleicht in die zweite Liga aufzusteigen, ist für uns ein richtig guter Test in Münster. Dann haben wir das Spiel gegen Sportfreunde Lotte. Wir haben Spiele quasi hier vor der Haustür, Jägerhaus Linde, Kronenberg. Wir haben ein paar Spiele im Bochumer Raum, vor allen Dingen auch deshalb, weil wir nicht wissen, wie der Winter wird. Wir wissen, dass hier im Bergischen Land kann immer auch mal die Gefahr bestehen, dass Schnee, Eis, sonstiges Spielbetrieb schwierig machen. Und ich persönlich denke, dass wir da im Bochumer Raum vielleicht die Wahrscheinlichkeit etwas größer ist, dass die Spiele gespielt werden können. Deshalb auch so ein bisschen den Schwerpunkt dahin gelegt. Aber ich denke, das ist sehr ausgewogen. Wir haben eine vernünftige Testspielgegner und werden die Zeit nutzen, dass wir, wie gesagt, topfit aus den Startlöchern kommen mit dem Spiel in Sonsbeck. Und das ist das Einzige, was mich interessiert. Momentan ist das Spiel in Sonsbeck am 22. Februar. Darauf fokussieren wir uns, darauf bereiten wir uns vor, weil jedes Spiel muss erstmal gespielt werden und wenn wir das Spiel hinter uns haben, dann geht es weiter an die nächste Aufgabe. Ich weiß, die nächste Aufgabe danach ist das Heimspiel gegen Völbert. Sicherlich auch, da wird der Achim gleich vielleicht nochmal was zu sagen, auch irgendwo mitten Saison-Highlight, aber auch da, wenn ich jetzt mal kurz auf das Völbert-Spiel eingehe, was ich auch wirklich nur kurz machen möchte, auch da wird die Meisterschaft nicht entschieden. Das ist ein Spiel von 17, die noch vor uns liegen.
Und wir beschäftigen uns zunächst mal mit Sonsberg. Wir beschäftigen uns zunächst mal damit, dass wir eine gute Vorbereitung absolvieren können. Dass wir gute Trainingsbedingungen haben, dass wir gute Trainingsarbeit leisten, um für die nächsten 17 Spiele topfit zu sein und nicht für eins von 17. Das ist das Thema. Und in dem Zusammenhang vielleicht nochmal eins. Ich weiß, dass viele, die jetzt hier sind, viele Spiele gesehen haben von uns. Viele Spiele, die auch die Oberliga kennen. Es ist so, wenn man in einer Liga spielt, egal welche Liga das ist, wenn man am Ende oben stehen will, das ist immer sauschwer. Wir werden gejagt von allen 17 Mannschaften. Das wissen wir. Das ist ja nicht, das wissen wir auch nicht erst seit gestern. Es ist für alle Mannschaften, die in der Oberliga spielen, gegen uns das Spiel des Jahres. Es ist ein Highlight. Die spielen vor der größten Zuschauerkulisse der Saison, egal ob die anderen Mannschaften Heim- oder Auswärtsspiel bei uns haben. Die hauen sich rein, die geben 100%. Und unser Thema ist es immer wieder, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir das wissen, dass wir auf uns schauen, dass wir unsere Stärken abrufen müssen, und zwar Woche für Woche. Wenn wir das tun, und das hat die Hinrunde gezeigt, dann sind wir schwer zu besiegen. Wenn wir mal einen schwächeren Tag haben, was auch völlig normal ist, was vorkommt im Fußball, dann kann man auch mal ein Spiel verlieren, überhaupt keine Frage, aber es ist immer sauschwer aufzusteigen. Der Aufgabe stellen wir uns, und da haben wir uns halt diese gute Ausgangsposition erarbeitet bis hierhin, und von daher, ja, freuen wir uns eigentlich, dass wir mal einen Moment durchschnaufen können, um dann ab dem 14. Januar Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen und uns top vorzubereiten, um dann die Rückrunde mit sehr viel Zuversicht und mit sehr viel Optimismus und mit mindestens genau der gleichen Intensität, wenn nicht sogar noch mehr, mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Trainingsarbeit anzugehen. Das ist die Vorgabe für 2015. Wie gesagt, und da freuen wir uns einfach über jede Unterstützung, die wir weiterhin von euch bekommen, und das ist einfach grandios. Also, das ist dazu Ausblick 2015. Ja, danke schön, Thomas. Du hast ein paar Termine genannt der Vorbereitung, die liegen auch aus auf den Zetteln da vorne, auf den Tischen. Also wer gleich nochmal nachlesen möchte, unter anderem 25. Januar, dann in Münster bei Preußen Münster, ein wichtiger Termin. Auch der Hinweis an alle Rot-Blauen, die gerade noch reingekommen sind, der Glühwein da hinten von Mobby sei euch auch ans Herz gelegt. Mobby ist da der Mann am Zapfhahn da hinten von der Fanabteilung, also fürs leibliche Wohl ist soweit gesorgt. Achim, gerade kam schon das Stichwort Ausblick 2015 aus Sicht des Trainers von Thomas. Wie fällt dein Ausblick auf das kommende Jahr aus? Wenn ich das heute schon wüsste. Dafür ist es ja ein Ausblick. Also in die Glaskugel können wir alle nicht schauen. Aber Thomas hat vieles da auch schon zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Wir wissen, dass es immer leichter ist, nach oben zu kommen, als oben zu bleiben. Wir kennen mittlerweile die Liga. Wir haben gegen jeden Einzelnen gespielt. Aber auch jeder andere kennt uns. Und was wir im Sommer gesagt haben bei der Zusammenstellung der Mannschaft und nachdem der Kader nahezu komplett zusammen war, war die oder eine der ersten Aussagen, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, es ist unheimlich schwer in der letztlaufenden Saison uns zu schlagen. Lediglich zwei Mannschaften haben es geschafft. Und sicherlich ist so das erste Ziel, sich auch hier zu verbessern in der Möglichkeit, zur Rückrunde nicht wieder zwei Spiele zu verlieren, wenn möglich weniger als zwei. Wir haben darüber hinaus gesagt, wir wollen uns vom Tabellenplatz verbessern. Wir sind letztes Jahr Dritter geworden und oberstes Ziel ist und bleibt die Weiterentwicklung der Mannschaft. Weiterentwicklung der Mannschaft, das ist sportlich, aber auch menschlich. Wir haben viel Wert darauf gelegt, Charaktere zusammenzustellen oder dazu zu holen, die eine unglaubliche Siegermentalität haben. Und da sind Spiele bei, wie auch gerade von Thomas kurz angerissen, dass jeder versucht, mit seinen Möglichkeiten gegen uns alles in die Waagschale zu werfen, vor einem ganz tollen Publikum mal Fußball zu spielen, nicht vor 115, nicht vor 300, mal vor 2.000 oder 3.000 Zuschauern, dann wachse ich automatisch über mich hinaus. Ich laufe nicht 90, ich laufe 95 Minuten. Ich kann nicht mit einem Puls von 180, ich kann mit einem Puls von 240 spielen. Ich habe also unheimlich viel mehr Möglichkeiten in meinem Spiel. Ich will nur eins, ich will den WSV ärgern. Und es ist immer leichter, eine Mannschaft, die gewinnen will, die gewinnen muss,
zu ärgern, wenn man selbst nicht das Spiel machen muss, wenn man sich selbst auf die Defensive beschränken kann. Das war uns im Vorfeld bewusst. Und stellvertretend dafür, für diese Weiterentwicklung, steht auch ein Spiel wie gegen Bocholt. Wir haben uns mal den Spaß gemacht und haben mal in der Woche drauf die Berichterstattung in Bocholt uns angeschaut, wo man dann wirklich davon ausgegangen ist oder der Meinung gewesen ist, Bocholt hat einen spitzen Fußball gezeigt und der Glücklichere hat gewonnen. Dass wir das ein bisschen anders sehen, ist, glaube ich, auch klar. Zunächst mal hat Bocholt in der Tat guten Fußball gezeigt. Man sieht, es ist eine eingespielte Mannschaft, die seit 2 Jahren zusammenspielt. Bis zum vorderen Mittelfeld hat das bei denen alles wunderbar ausgesehen. Im entscheidenden letzten Drittel gab es, glaube ich, in 90 Minuten eine Szene, die Bocholt hatte. Ansonsten hatten wir die Mannschaft gut im Griff. Aber die Siegermentalität, die hatte unsere Mannschaft an dem Tag. Unsere Mannschaft wollte auf den einen Lucky Punch warten, auf die eine Chance warten, um das Spiel mit 3 Punkten nach Hause zu bringen. Und genau diesen Willen, diese Begeisterung, das ist auch ein Prozess im Laufe dieser Saison, den man erkennt. Und das bei Spielern, die nicht unbedingt vom ersten Spieltag an in der Stammformation gewesen sind, die sukzessive ins kalte Wasser geworfen worden sind durch Sperren, durch Verletzungen. Und auch die haben ihre Sache sehr, sehr gut gemacht. Wir haben jetzt einen überschaubaren Kader, auch für die Rückserie einen überschaubaren Kader, wo auch jeder Spieler seine Möglichkeiten bekommt. Und wir sind nicht der Meinung, dass wir 3 oder 4 neue Spieler dazu holen müssen, um weiterhin erfolgreich Fußball zu spielen. Wir glauben eher, dass der bestehende Kader komplett ausreicht, um auch die Aufgaben positiv zu gestalten. Nichtsdestotrotz sollte einer vom Baum fallen, der Lust hat, sich mit den Rahmenbedingungen beim Wuppertaler SV anzufreunden, der sich damit identifizieren kann, der Bock hat, für weniger Geld, dafür für mehr Zuschauern Fußball zu spielen, der kann gerne hier hinkommen. Und ich glaube, das ist eine Menge Mehrwert, wenn ich in ein erfolgreiches Konstrukt komme, mit vielen Zuschauern, begeisterungsfähigen Zuschauern, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen, als irgendwo ein paar Mark 50 mehr zu verdienen. Die Dinge, die werfen wir bei möglichen Gesprächen ein. Kann aber heute sagen, es wird in diesem Jahr garantiert nichts mehr passieren. Und ob im nächsten Jahr was passiert, das sehen wir auch noch nicht. Der Kader, den wir haben, der hat nachgewiesen, dass er auch ohne neue bestehen kann. Das erstmal als Ausblick, was die Personalien betrifft. Dann haben wir in 2015 neben einer wahrscheinlich wieder sehr, sehr kalten und hoffentlich nicht zu starken schneeverdeckten Trainingsmöglichkeit interessante Freundschaftsspiele, die haben wir eben schon gehört. Und dann geht es nach Sohnsbeck. Alles spricht sicherlich schon vom Spiel gegen Felbert. Nur wir brauchen uns über Felbert keine Gedanken machen, wenn wir direkt in Sohnsbeck einen auf die Mütze bekommen. Auch das war sehr lehrreich im letzten Jahr. Wir haben dort bis zur 80. Minute nur auf ein Tor gespielt. Aber irgendwie liegt uns Sohnsbeck nicht. Das war auch in der Hinrunde der Fall. Da hätten wir auch in der 85. Minute deutlich führen können. Am Ende standen wir da und haben 2 Punkte abgegeben. Wir wissen also, was uns dort erwartet. Wir wissen, wie schwierig die Aufgabe in Sohnsbeck ist und brauchen uns im Laufe der Vorrunde oder Vorbereitung überhaupt keine Gedanken über das Spiel selber machen. Ich nehme jetzt mal das Recht raus, trotzdem einen Ausblick zu wagen. Wir werden am 5.1. werden wir uns nach außen öffnen und werden eine Idee, die wir entwickelt haben in den letzten Wochen, werden wir vorstellen. Und mit dieser Idee, mit allen Wuppertalern, aber auch mit dem gesamten Bergischen Land, wird es uns gelingen, mindestens 5.000 Zuschauer ins Stadion zu holen. Das ist mehr als realistisch. Und ich würde mich sehr freuen, und das sind so die Gegebenheiten, die der Verband andersrum dann auch vorgibt, nicht nur, dass er sagt, es gibt Sicherheitsspiele, sondern der Verband gibt auch vor, dass jede Mannschaft 30 Eintrittskarten bekommt, wenn sie nach Felbert kommen, wenn sie nach Wuppertal kommen. In dem Fall kriegt auch Felbert 30 Eintrittskarten. Die müssen allerdings auch unter anderem für die Spieler genutzt werden, also was völlig Verrücktes. Spieler brauchen also Eintrittskarten in dieser Liga. Wenn die also nicht reinkommen, können sie auch nicht spielen. Also kriegt Felbert auch von uns 30 Eintrittskarten, klar. Ich würde mich aber freuen, und mittlerweile gehe ich fast davon aus, dass es alles Stehplatzkarten sein werden, weil die Tribüne entsprechend voll ist.
Das als Ausblick, um ein bisschen anteasen zu wollen, ein bisschen neugierig zu machen. Wir werden gegen Velbert 5000 plus x Zuschauer im Stadion haben. Davon bin nicht nur ich überzeugt, sondern alle, die in den letzten Tagen an dieser Grundidee mitgewirkt haben. Ja, ansonsten Ausblick 2015. Zu sehr wollen wir dann gar nicht in die Zukunft schauen, sondern uns eigentlich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und für mich, bevor wir gleich vielleicht in die offene Runde kommen, nochmal Momentaufnahme. Weihnachtszeit steht uns, glaube ich, jedem Einzelnen zu, die jetzige Situation zu genießen. Viele haben versucht, immer wieder uns den einen oder anderen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und damit ist nicht nur der Verband gemeint, auch viele andere. Umso schöner ist es dann manchmal, wenn man trotzdem irgendwann mal von oben auf die anderen schauen darf, weil 17 andere wären froh, wenn sie da wären, wo wir heute sind. Gibt uns aber auch genügend Antrieb, in der Weihnachtstage nicht nur die Gans zu essen, sondern auch die Gans rauszulaufen. Ich muss auch damit anfangen. Und dann werden wir sicherlich am 12. Januar, wenn die Vorbereitung losgeht, hoch motiviert sein, um das, was wir uns aufgebaut haben, auch zu bestätigen. Dafür zunächst mal auch mein Dank an die Mitanwesenden hier, den Trainer, die Mannschaft, aber auch alle anderen, die den WSV im letzten halben Jahr unterstützt haben. Die Jungs von WSV TV, die hier sitzen, Stefan Schei und sein Team, den Stadionmoderator bis hin zu den Ballkindern, zu den Ordnern, ist es, glaube ich, der richtige Moment, auch im Namen des Vereins zu sagen, herzlichen Dank fürs tolle halbe Jahr und ich freue mich persönlich schon auf die zweite Hälfte. Danke. Ich hätte fast gesagt, ein schönes Schlusswort, Achim, aber wir sind da noch lange nicht am Schluss. Wir kommen nämlich jetzt zum Fan-Dialog. Bisher war es ein Monolog, jetzt kommen wir zur offenen Fragerunde bei diesem Fan-Talk. Und natürlich direkt in die Runde gefragt, wo gibt es Fragen? Wer möchte die erste Frage stellen? Da ist der Erik. Böse Gedanken müssen vertrieben werden. Ja, ganz einfach. Also wir haben gerade im Sommer angefangen, letzten Jahr im Sommer angefangen, das gesamte Konstrukt beim Wuppertaler SV umzustellen. Heißt, weg vom Vollprofitum hin zum, ich will noch nicht mal sagen semi-professionell, sondern eigentlich zum Amateur-Dasein. Wir trainieren um 18 Uhr, teilweise später. Warum? Weil die Spieler arbeiten gehen, weil sie studieren, weil sie eine Ausbildung machen. Weil wir sind ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir einen Spieler in die Ausbildung bringen, bei einem WSV-Partner, um ihm nach ein oder zwei Jahren zu sagen, du brech mal deine Ausbildung ab, weil jetzt spielst du ganz tollen Profifußball in der Regionalliga. Natürlich nicht. Fakt ist, sollte der WSV in den nächsten Jahren irgendwann mal eine Liga höher stehen, dann werden wir genau so weitermachen. Und wenn man sich deutschlandweit die Vereine anschaut, dann werden mindestens die Regionalligisten, Ausnahmen gibt es auch da immer, Viktoria, Köln, Rot-Weiß Essen, aber mindestens die Regionalligisten alle in den nächsten drei Jahren umstellen müssen. Und meine persönliche Meinung ist, dass mindestens die Hälfte der Drittligisten ebenfalls umstellen wird, weil sie es gar nicht mehr finanzieren können. Da sind wir denen dann zum Teil voraus, weil die Umstellung für Spieler, nur Fußball gespielt zu haben und ich muss morgen auf einmal 8 Stunden arbeiten gehen, die fallen zum Teil auch erstmal kräftemäßig in ein Loch. Das haben wir mittlerweile dann auch alles hinter uns und von daher gibt es da überhaupt keinen Grund, irgendwann mal dies wieder umzustellen. Ja, vielleicht noch ganz kurz von mir zu diesem Thema, Erik. Also meine Maxim ist immer, ich versuche aus den gegebenen Möglichkeiten das Optimum rauszuholen. So, und natürlich sind wir noch nicht in der Regionalliga, das ist noch ein extrem steiniger Weg bis dahin, aber Fakt ist auch, wir gehen den Weg der kleinen Schritte. Das ist uns auch allen bewusst, auch den Spielern. Und wenn es so kommt, machen wir genauso weiter. Und dann geht es natürlich darum, dass wir uns erstmal dort behaupten. Um dann zu sehen, peu à peu, Schritt für Schritt, was ist dann nötig, um den nächsten Schritte zu gehen. Ne? Aber bis dahin, alles gut. Also ich sehe da auch jetzt
wenn ich jetzt wirklich mal diesen Blick hier in dieser Stelle, das mache ich auch nur hier und nur heute, sonst nie mehr wieder, weil erstmal sind wir in der Oberliga und wir haben 17 Spiele, aber hier und jetzt sage ich, wenn das so wäre, nehmen wir das so an, wie es ist und versuchen dann auch da aus den gegebenen Möglichkeiten das Optimum rauszuholen. Auch da geht es dann darum, so viele Punkte sammeln, wie es möglich ist, alles mitnehmen, was geht, jede Torchance des Gegners versuchen zu vereiteln, jedes Gegentor zu verhindern und nach vorne hin mit Risiko und Mut versuchen halt die Tore zu erzielen. Das ist das Ding. Und dann machen wir. Und dafür arbeiten wir, dafür trainieren wir, dafür stehen wir letztendlich morgens auf und machen uns Gedanken. Der Achim, das weiß ich, viele, die ganzen Ehrenämter, alle, die im Verein sind, wir beschäftigen uns intensiv damit. Und das bewegt uns und das treibt uns an, um da einfach die nächsten Schritte dann zu gehen. Und dann sehen wir weiter. Das ist der Punkt. Die nächste Frage. Nur Mut. Ich habe auch mal eine Frage. In den letzten Jahren hatten wir es ja immer erlebt, dass wir in den Vorbereitungsspielen hier gegen den ominösen VfB Schwelm gespielt haben. In Schwelm, wo die Bratwurst recht gut war, das Bier war auch nicht schlecht. Und wir haben ja immer zweistellig gewonnen. Das hat mich also jetzt gewundert, dass jetzt in der Winterpause, dass da nicht wieder ein Testspiel gegen Schwelm läuft und dann wieder nach einem zweistelligen Sieg, dass dann wieder gesagt wird, jetzt super, wir werden aufsteigen. Da ist jetzt meine Frage bei dem Testspiel gegen Münster. Die kann man ja nicht so einfach wegkloppen, aber wäre es für Münster nicht gut und auch für die Fans, wenn man sich also gegen Münster recht gut verkauft, damit die anderen Liga-Konkurrenten auch denken oder wissen, hier, wer hier in der Oberliga das Sagen hat? Zu tun. Das ist eine lange Frage natürlich jetzt. Dani möchte gerne wissen, wie es jetzt beim Spiel gegen Preußen Münster ist. Also so ein Spiel wie gegen Schwelm, wenn wir hoch gewinnen, würde so ein Spiel vielleicht nicht so helfen wie ein erfolgreicher Test gegen Münster? Kann man das so sagen? Also ich glaube, die Wurst in Münster ist auch nicht schlecht. Wir wollen natürlich nicht jedes Jahr immer wieder gegen die kleinen Testspielgegner spielen, das ist das eine. Zum anderen, wenn ein Verein wie Preußen Münster anfragt als Generalprobe vor dem Meisterschaftsstart, die fangen ja wesentlich früher als wir an, gegen uns zu spielen, dann macht man das nicht, weil man der Meinung ist, hier kann man enormes Selbstbewusstsein tanken, sondern da kommt schon ein ernstzunehmender Gegner, wo es auch wirklich dann eine Generalprobe und Härtetest ist. Das ehrt uns zunächst mal, nur ein Ergebnis in der Vorbereitung. Das ist uns so Latte. Ob wir 3-0 gewinnen, ob wir 3-0 verlieren. Was zählt, ist der 22. Februar. Auswärts 14.30 Uhr ist, glaube ich, Thomas, im Februar. Ne? Ja. 14.30 Uhr in Sohnsbeck, um dann um 16.15 Uhr als Sieger vom Platz zu gehen. Ich habe Vereine erlebt als Spieler. Da haben wir in der Vorbereitung, glaube ich, bei jedem Spiel verloren. Erste Meisterschaftsspiel haben wir gewonnen. Wir haben in der Vorbereitung alles auseinandergenommen und haben am ersten Spieltag kläglich versagt. Entscheidend ist das, was der Trainer gesagt hat, die Mannschaft so fit zu machen, dass sie auf dem Punkt am 22. Februar fit ist. Alle Spiele, die da vorkommen, die nimmt man mit. Es gibt gute Erkenntnisse, auch negativ gute Erkenntnisse, ja, aber nichts anderes. Das Ergebnis in der Vorbereitung ist da völlig egal. Ja, von meiner Seite aus nochmal, ich denke mal, ich wüsste jetzt nicht, wer nach dem Spiel gegen Schwelm irgendwas gesagt hat, dass wir jetzt aufsteigen. Also sehe ich nicht. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben ja auch in der Sommervorbereitung, als wir unter anderem auch in Schwelm gespielt haben, ja auch unterschiedliche Gegner gehabt in der Vorbereitung. Wir haben ja zum Beispiel auch gegen Alemannia Aachen gespielt und das Spiel 3-0 verloren. Und das Spiel Münster ist einfach so gegen eine Mannschaft, die stärker einzuschätzen ist als unsere, die höherklassig spielt, zwei Klassen höher, dass das für uns natürlich ein wichtiger Lerneffekt ist und dass wir solche Spiele natürlich nutzen wollen, um zu schauen, wo müssen wir uns noch verbessern, weil wir müssen uns eh in allen Bereichen noch verbessern. Aber gegen solche starken Gegner sieht man das dann auch noch ein bisschen besser. Deswegen haben wir auch in dieser Vorbereitung unterschiedlich spielstarke gegnerische Mannschaften. Ne? Und wir haben ja auch gegen Bayer Leverkusen zum Beispiel gespielt. Wir hatten dann, sag ich mal, stärkere oder auch vermeintlich schwächere Gegner in der Vorbereitung. Das ist ja ganz normal. Aber Fakt ist, die Ergebnisse interessieren uns da nicht. Noch eine Rückfrage? Ich wollte bloß nicht
Ja. Ist schon ein paar Jahre her. Okay, gibt's weitere Fragen oder wo ist die nächste Frage? Wir können es auch der Reihe nach machen, wenn wir gerade schon hier vorne angefangen haben. Ganz hinten. Also die Frage ist, ist eine Überlegung wert, die zweite Mannschaft abzumelden? Das ist so. Gib mir das. Achso, andersrum. Ja, es ist immer eine Überlegung wert, Mannschaften abzumelden, wie Rot-Weiß Essen es ja auch gemacht hat. Mittelfristig, glaube ich, das Schlimmste, was man als Verein wie Rot-Weiß Essen machen kann. Wir sind mit der U19 abgestiegen aus der Bundesliga, haben keine zweite Mannschaft mehr. Jetzt frage ich mal allen Ernstes, welcher Spieler von Rot-Weiß Essen aus der Jugend wird in den nächsten 5 Jahren in der ersten Mannschaft Fußball spielen? Kein einziger. Keiner. Und wenn wir hergehen und setzen auf den Fokus, unseren Fokus auf das Thema Jugend, auf U19 Bundesliga, dann ist es für einen Verein wie den Wuppertaler SV keine Normalität, dass man im Konzert der Großen mitspielen darf. Da müssen wir Demut haben. Da sind Vereine Schalke, Dortmund, Leverkusen, Köln, dass wir uns dort in den vergangenen 2 Jahren so, ich sag mal, fast schon festgespielt haben, ist schon mal ein brutaler Erfolg. Aber um die Frage zu beantworten, nicht auszuweichen, auch wir haben uns das mit der zweiten Mannschaft sicherlich anders vorgestellt. Auch wir haben leider teilweise nur 24 Stunden am Tag. Und dann fängt man an, im Sommer letzten Jahres, und versucht, so einen Strategieplan aufzustellen, wo man sich mit Prioritäten bestückt, die im ersten Step erste Mannschaft und U19 gewesen sind, aber sicherlich auch nicht in der Erwartungshaltung, im ersten Jahr abzusteigen und im zweiten Jahr wieder unten dabei zu sein. Von daher sind wir gerade und parallel dabei, die Mannschaft sowohl in der Qualität als auch in der Quantität so zusammenzustellen, dass wir erstmal, was das Image des Vereins betrifft, nicht nochmal einen auf die Nase kriegen, weil auch ich sehe nicht gerne, dass wir da 2-3 Mal eine richtige Klatsche bekommen. Auch ich sehe nicht gerne, dass wir mit 9 oder 10 Spielern anreisen. Hat aber auch alles seine Gründe, die müssen wir aufarbeiten und aus den Fehlern müssen wir alle lernen. Und dann ist es sicherlich so, dass die Spieler, die bei uns aus der U19 Bundesliga kommen, alle, ausnahmslos alle, auch 2, die uns verlassen haben, alle die gleichen Chancen haben, sich im Oberligakader sehr schnell zu akklimatisieren. Das beginnt aber nicht erst im Sommer, sondern bei uns schon ein halbes Jahr früher. Die beginnen schon alle in der Rückserie, wird der Altjahrgang U19 regelmäßig am Trainingsumfang der ersten Mannschaft teilnehmen, um einfach dort die Phase der Akklimatisierung zu verkürzen. Es ist der größte Sprung für einen Fußballer, wenn er vom Junior zum Senior erklärt wird. Das ist wesentlich größer als Bezirksliga-Fußballer morgen bei Bayern München zu spielen, weil der fällt nicht negativ auf, wenn 10 andere gut sind. Aber Fakt ist, dass wir schon, wenn es möglich ist, in den nächsten 2 Jahren die zweite Mannschaft wieder höherklassig etablieren wollen, um dann auch Spielern, die weniger Spielpraxis haben, um Spieler, die verletzt gewesen sind, um denen auch die Möglichkeit zu geben, schnellstmöglich wieder zurückzukehren unter die ersten 11 der ersten Mannschaft. Da sind wir mit dem Ergebnis, wie es momentan aussieht, nicht einverstanden. Letztlich aber gilt es jetzt darum, aus den Fehlern zu lernen, die zukünftig zu vermeiden. Fokus, und da bleibe ich bei, bleibt erste Mannschaft U19. Und finanziell sieht es überhaupt nicht so aus, dass wir mit einer Abschaffung der zweiten Mannschaft mehr Möglichkeiten in der U19 haben. Ich kann auch nicht einschätzen, was an dem Beispiel von Ihnen Rot-Weiß Essen in der zweiten Mannschaft gezahlt hat. Da wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, frühzeitig die U19 zu unterstützen, dann wäre man jetzt noch in der Bundesliga. Aber für uns macht das eigentlich keinen Unterschied, weil wir kriegen nicht die Topstars aus der U19 zu uns nach Wuppertal. Wir haben einen Trainer, der dort sehr bodenständig ist, der sehr viel Überzeugungsarbeit
liefert. Und mittlerweile im zweiten Jahr sieht man die Parallele. Man muss sich auch erstmal dort in der Liga wiederfinden. Ich sehe uns da so ein bisschen in der U19-Bundesliga wie so ein kleines gallisches Dorf im Konzert der Großen, um uns dort nach dem ersten Drittel der Saison frei zu schwimmen. Es wird auch dort schwierig sein, unsere Mannschaft zu schlagen. Wir haben 8 Spiele hintereinander nicht verloren, um uns dann auch wenn möglich in diesem Jahr wieder in diesem Konzert der Großen zu behaupten. Eine zweite Mannschaft abzuschaffen, macht man immer sehr schnell. Man darf aber nicht vergessen, man fängt ganz unten wieder an, um irgendwann eine zweite Mannschaft zu haben. Und wir werden alles, was wir an Möglichkeiten haben, in der Winterpause nochmal reinwerfen, um besser abzuschneiden als in der Hinserie. Gibt es weitere Fragen? Zur dritten. Zur dritten Mannschaft, zur Altherrenmannschaft oder zu anderen Themen. Wir hätten noch die Gelegenheit, wer noch grübelt, haut's raus. Sind echt alle wunschlos glücklich? Da haben wir eine Frage. Ich hätte noch mal eine Frage zur wirtschaftlichen Entwicklung des WSV. Und zwar, welches Feedback bekommt der WSV aus der heimischen Wirtschaft, vielleicht auch überregional? Und wie hat sich das verändert seit der Insolvenz? Ja, eine Frage zur Wirtschaft. Was gibt es für ein Feedback der Sponsoren in der Region? Also ich... Zunächst mal ist normalerweise das die Aufgabe des Finanzvorstandes. Gott sei Dank haben wir mittlerweile beim WSV eine Aufgabenverteilung, wo jeder nur zu dem Bereich spricht, wo er sich auch auskennt. Ich möchte mich eigentlich nicht zu dem Thema vor der Insolvenz äußern. Dafür habe ich auch oder hätte heute die falsche Jacke an. Fakt ist, dass wir eine sehr, sehr schwierige Phase hinter uns haben, wo wir sicherlich erst einmal so viel Demut haben müssen, dass wir sagen, wir müssen dauerhaften Erfolg, wir müssen dauerhaftes positives Image kommunizieren, zeigen und nachweisen, bevor wir irgendwann auch mal einfordern können. Das ist das eine. Dass wir mittlerweile knapp 80 Partner haben, die völlig unabhängig sind vom Alexander Eichner, zeigt uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, uns sehr breit aufzustellen, nicht mehr abhängig zu sein von einem Einzelnen. Es kann immer wieder passieren, dass aus einer Situation heraus ein Partner mit dem WSV unzufrieden war und seinen Sponsorenvertrag nicht verlängert. Aber an dieser Stelle ist es schön anzumerken, vom letzten Jahr zur laufenden Saison haben gerade mal 3 Unternehmen ihren Vertrag nicht verlängert. Davon 2 Unternehmen, weil sie nicht mehr in der Region sind. Und ein Unternehmen, weil die Konzernleitung den Fokus auf Motorsport legt und nicht mehr im Fußball sieht. Heißt letztlich, wenn man diese Beweggründe sieht, wären wir nahezu bei 100% zum Vorjahr. Und uns ist es in erster Linie wichtig, erstmal den Gedanken Hospitality zu zeigen, also sprich eine Partnerschaft auch zu pflegen, die Partner, die man hat, zu hospitieren und nicht immer nur zu schauen, wo kriegen wir mehr. Dann vergisst man nämlich die, die einem jahrelang die Stange gehalten haben. So wachsen wir momentan, auch breit. Wir wachsen sehr, sehr breit. Und ich glaube, es wäre nicht überraschend, wenn wir es auch in diesem Jahr noch schaffen, aus den 80 auch über 90 Partner und Sponsoren hinzubekommen. Und wenn wir es schaffen, diesen Weg die nächsten 2-3 Jahre so fortzusetzen, dann wird auch das Interesse, und das ist dann die zweite Antwort zur Frage, wird sicherlich dann auch überregionale Unternehmen an den WSV führen, weil momentan sind wir für die einfach uninteressant. Wir sind nicht im Fernsehen präsent, wir haben nicht diese überregionale Präsenz und deswegen ist es völlig normal, dass ein Unternehmen, was in Stuttgart sitzt, was in München sitzt, uns einfach nicht auf dem Radar hat. Andersrum sind wir aber auch vermarkterfrei und ich glaube, den Markt einigermaßen gut zu kennen. Es gibt dort sicherlich jetzt schon Gespräche bei unterschiedlichen Vermarktern, dass der WSV da sicherlich ein schlafender Riese sein kann. Das macht eine Ausgangssituation für Gespräche für uns immer wieder interessant und gut. Fakt ist aber auch, wir sollten auch hier immer weiter Demut zeigen,
sollen uns vernünftig verhalten, sollen gar nicht anfangen rumzuspinnen. Und wenn wir aus den 80 irgendwann 90 Partner schaffen, wenn wir die alle mit ins nächste Jahr nehmen können, dann können wir auch mal die 100 knacken. Und das ist so der Weg der kleinen realistischen Schritte und damit fahren wir ganz gut. Gibt es noch eine Frage, die offen steht? Hat jemand was? Da hinten. Kurze Frage, ist Herr Runge am 1.3. eingeladen? Ja, also die Situation ist auch da recht einfach. Zunächst mal haben wir alle unsere Gremien zum Spiel in Velbert mit auf den Stehplatz genommen. Dort haben wir ein recht spannendes, schönes Spiel sehen können. Haben uns das auch in der Halbzeitpause im Regen angeschaut, das hat trotzdem richtig Spaß gemacht. Und ich gehe auch davon aus, dass im Rückspiel Velbert die eigenen Gremien, Partner und Sponsoren mit Karten versorgt. Wie gesagt, wir haben da eine Idee, die werden wir am 5. Januar kommunizieren. Dann obliegt es Velbert, sich da möglicherweise dran zu beteiligen. Ansonsten auf der Südtribüne ist sicherlich immer viel Platz. Aber um das abzuschließen, das hat nichts mit Friedhelm Runge zu tun, sondern letztlich einfach gibt es da eine klare Trennung, wie es bei den Heimspielen in Velbert gewesen sind. Da haben wir auf VIP-Karten auch verzichtet und werden auch fürs Rückspiel keine VIP-Karten rausgeben. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Oder haben wir noch last minute noch eine Frage? Ich hätte noch eine an Achim. Du hast da gerade so schön den Weihnachtsmann gespielt. Hast du schon alle Geschenke für morgen? Was ist morgen? Das ist morgen. Ich werde morgen früh obligatorisch am Heiligabend, Gott sei Dank ist es ein Wochentag, morgen früh nochmal losziehen. Hab das Glück, dass Düsseldorf dann meistens Heiligabend nicht ganz so voll ist vormittags und werde mich dann nochmal 3-4 Stunden dort durchtanken, die letzten Dinge erledigen und dann so langsam auch nach einer turbulenten Hinserie runterzukommen, um dann die Weihnachtstage zu genießen und Kraft zu tanken, um dann Anfang Januar wieder loszulegen. Also wem es wie Achim geht, der WSV Fanshop ist direkt hier nebenan. Gerne nochmal was aussuchen für morgen. Eine der letzten Gelegenheiten, so kann man so sagen, hier nochmal was Rot-Blaues einzukaufen. Vielen, vielen Dank an die Gesprächspartner. Dankeschön an Thomas, danke an Achim, danke an alle, die dabei gewesen sind bei diesem Fan-Talk hier in der Rathausgalerie und allen ein schönes Weihnachtsfest. Erholsame Feiertage. Ich glaube, wir sind noch im Moment hier. Wir sind noch im Moment hier, das heißt auch noch ein persönlicher Dialog. Genau, unter vier Augen, alles kein Problem, nochmal mit allen Beteiligten zu reden, auch mit den Herren da hinten zum Beispiel, alles kein Problem. Danke, dass ihr da seid. Die Fanabteilung hat Glühwein da vorne vorbereitet und in dem Sinne schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.